Auf jeden Fall bin ich an das Pferd mit ziemlich viel Ehrfurcht drangegangen, weil in der Bildhauerei würde ich nach meinem Gefühl behaupten, gehört es mit zur Königsklasse dazu, weil es ist ein total vertrautes Wesen für uns alle hier. Jeder kennt die Vielfalt der Bewegungen und jeder sieht natürlich auch, wenn an dem Pferd was nicht stimmt. Ja, ich bin Robert Frenzel. Ich bin hier in Dresden tätig als Bildhauer und Theaterplastiker. Diese 15 Jahre hier in der Werkstatt, die sind vielfältig und tatsächlich auch ein bisschen gekrönt durch die Zuckerpferde, weil das ist schon auch was Besonderes, was Verrücktes. Und weil viele verrückte Sachen hier entstanden sind natürlich, aber dass man so ein neues Material entwickelt, das ist ein tolles Experiment, das gehe ich ein. Und dann auch noch so eine tolle Figur von dem Pferd zu machen, das hat mich total gereizt. Nach unserem ersten Treffen war natürlich dann noch klar, dass es irgendwie gehen kann mit dem Zucker. Und von den Arbeitsproben waren wir auch alle überzeugt. Aber das Ding ist gewesen, dass wenn man sich ein Pferd vorstellt und sich das aus Zucker vorstellt, wird das ja hunderte von Kilo wiegen. Und bei uns in der Theaterplastik gibt es so ein bisschen den Gedanken, möglichst leicht zu arbeiten. Schwere Formen machen sich selber manchmal kaputt. Und so bin ich auch an die Arbeit rangegangen. Also ich wollte eigentlich schon, dass der Zucker das wesentliche Material ist, neben der Luft. Also das, die Pferde sind so hohl, wie es nur geht. Und deswegen habe ich angefangen, ein Modell zu bauen von den jeweiligen Pferden, immer im Maßstab. Das ist jetzt hier zum Beispiel das eine Modell. Und nach dem Modell konnte ich dann den Stahlbau machen, der aber auch dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr änderbar war. Also musste der auch ziemlich genau stimmen, der Stahlbau. Und diesen Stahlbau haben wir dann mit diesem Streckenmetall. Das ist ein Gitter, was man sehr leicht dreidimensional verbiegen kann. Haben wir dann angefangen, die Pferde zu modellieren. Und das ist ein ziemlich abstrakter Prozess, weil man ständig durchgucken kann, immer alles durchsieht und man immer so abwägen muss, was ist jetzt Oberfläche. Und das Wichtige ist aber auch, wenn man das macht, dass wir immer so ein bisschen unter der Oberfläche bleiben. Und in dem Zustand sahen natürlich auch die Pferde ein bisschen ulkig aus, weil die Beine waren dünner und der Körper, da fällt das nicht so auf, der war sehr voluminös. Das musste man immer so ein bisschen abschätzen, dass das jetzt funktioniert. Weil dann in dem Moment, wo man mit dem Zucker drauf geht, steht die Form. Und ich habe ziemlich viele Experimente gemacht mit verschiedenen Bindemitteln, weil auch am Anfang die Problematik bestand, dass die ja am Außenbereich standhalten sollen. Und das ist natürlich mit Zucker ja, großes Fragezeichen oder eigentlich ein Ausrufezeichen, dass es gar nicht geht. Dann habe ich diese Tests gemacht und dann habe ich das getrocknet, geguckt, wie kann ich damit modellieren, wie stabil ist es, wie schnell bricht es, es darf nicht zu spröde sein. War so eine ganze kleine Abfolge von Experimenten, dass der Zucker das Wesentliche ist. Weil wichtig ja war, dass es nicht bloß Zucker als Material da ist, sondern dass man auch, wenn man näher rangeht, dass man auch das rechtfertigen kann, indem man das sieht und dass es wirklich auch zum Großteil Zucker ist. Und möglichst natürlich auch dieses Natürliche, was der Zucker hat, in der gesamten Arbeit steckt. Und alles in allem haben wir jetzt wahrscheinlich für die Pferde sage und schreibe 150 Kilo Zucker verbaut. Wenn ich vor den Pferden stehe, dann denke ich mir, hoffentlich sind die Leute auch so von der Dynamik, die diese Pferde haben, so angetan. Und dieses Gefühl, dass die Leute so sich auch ein bisschen da für begeistern lassen und dann natürlich aber auch für den Kontext, der dann ja vor allem durch die Schaubühne Lindenfest entstanden ist, dass sie dann auch neugierig werden und dann so damit reingehen in das eigentliche Thema. Das würde ich mir wünschen.